Herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Ich bin Susan Acey, die Gründerin von APEX Social, und ich lade dich ein auf eine wundervolle Reise. Auch von mir ein herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Mein Name ist Maren und ich habe die Ehre, dich als Host mitzunehmen auf die Reise von unseren aktuellen Care Professionals, aber auch von so viel mehr Leuten von Institutionen, die sich für Inklusion einsetzen und dieselben Werte haben wie APEX Social. Wir zeigen dir in diesem Podcast, dass dir als Fachkraft aus dem Gesundheits- und Sozialwesen die Welt offen steht. Herzlich willkommen zum APEX Social Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast hat das Ziel, dass wir unsere Community stärken, uns gegenseitig austauschen, unsere Gedanken teilen, und genau so machen wir das heute auch. Heute fange ich an mit einem Gedankenaustausch und ich hoffe, du kannst dich zurücklehnen und diesen Podcast in Ruhe anhören. Wenn du in einer neuen Situation bist, dann weißt du bestimmt, wie auch manchmal herausfordernd es sein kann, mit Ungewissheit umzugehen. Aber manchmal auch schon bevor du ins Ausland gehst, ne? Wenn du noch zu Hause bist oder als du zu Hause warst und deinen Prozess mit APEX Social vorbereitet hast, dann kommen ja ganz, ganz viele Fragen in einem auf. Und heute nehme ich dich mit auf ein Thema, und das Thema heißt: Wie gehen wir mit Uncertainty um? Wie gehen wir mit Ungewissheit um? Und was können wir machen in diesen Situationen? Ich war in 2019, 2020 und Teil von 2021 hier in den USA als Care Professional. Ich bin ursprünglich Erzieherin und habe mit zwei verschiedenen Familien hier gearbeitet. Und ich kann sehr gut verstehen, dass es manchmal sehr herausfordernd ist, wenn man auch sehr geduldig sein muss und manchmal auch gar nicht weiß, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich hatte auch dieses Gefühl, vor allem bevor ich wieder zurück nach Deutschland gereist bin. Und damals hat mir dann die Franzi geschrieben, und von APEX Social. Und die Franzi, die hat mich begleitet auf meinem Weg zurück nach Deutschland und war einfach so mein offenes Ohr und meine Beratung für diese ganzen Ungewissheiten, für die Fragen, die mir auf dem Herzen lagen. Ja, wie gehe ich mit Ungewissheit um? Als ich dann in Deutschland war, habe ich mich entschieden, nochmal zur Schule zu gehen. Ich habe ein Fernstudium mit der IU angefangen und hatte gleichzeitig eine Beziehung mit meinem Freund in Amerika, und wir wussten auch nicht, wie es jetzt wirklich weitergeht. Wir sind gerade erst zusammengekommen in meinem Reisemonat, in der ersten Woche meines Reisemonats, und einen Monat später waren wir wieder in einer Fernbeziehung, und da kam das nächste Mal, dass ich wirklich so diese Ungewissheit aushalten musste auch. Und ich bin mir sicher, wenn du zurückdenkst in dein Leben oder auch einfach mal so nur 2-3 Jahre zurückdenkst, dass du mit Sicherheit eine Situation findest, in der du selber dich der Ungewissheit stellen musstest und eigentlich gar nicht so wusstest, okay, was passiert jetzt als nächstes? Und genau hier ist es ganz arg wichtig, dass man anfängt, darüber zu sprechen, dass man seine Gedanken und seine Wünsche auch nach außen trägt. Und ich denke, gerade auch wenn du hier in den USA bist als Care Professional, ist es wichtig, dass du jemanden hast, mit dem du reden kannst. Das können deine Freunde sein, das kann deine Familie sein, das kann deine Hausfamilie in den USA sein, das können deine Freunde in den USA sein, aber auch dein Area Director oder andere Leute, die APEX Social begleiten, wie dein Success Coach. Ich habe mich selber in der Situation gefunden, und als ich angefangen habe zu sagen, wie es mir geht und was es, also nicht nur wie es mir geht, sondern vor allem, was meine Gedanken sind und wie ich gerne weitermachen möchte, hat sich bei mir so ein Antrieb eingestellt. In dem Moment, als ich wirklich erkannt habe, was ich eigentlich machen möchte,
habe ich angefangen, das Ganze aufzuschreiben. Und selbst davor, als ich noch gar nicht wusste, was ich jetzt wirklich machen möchte, ich gehe jetzt wieder zurück nach Deutschland, soll ich weiter zur Schule gehen oder soll ich anfangen zu arbeiten, habe ich mir ganz viele Optionen aufgeschrieben und eine Liste erstellt, was ich denn machen könnte. Und natürlich kann man diese Taktik auf jede Situation anwenden. Jedes Mal, wenn du dir unsicher bist, was hast du für Optionen, wie geht es weiter, was passiert mit deinen Optionen, kannst du dir einen Plan machen. Einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C. Und ich für mich habe festgestellt, in dem Moment, als mir so wirklich bewusst wurde, was eigentlich meine Pläne sind oder was meine Optionen sind, habe ich so voll die Motivation bekommen, in die Aktion zu treten und mir Wege zu suchen, wie es weitergehen könnte. Und ich habe dann einfach mit verschiedenen Leuten gesprochen, wo ich dachte, die machen schon was, was ich gerne machen würde. Und so habe ich zum einen ganz tolle Leute kennengelernt und schöne Gespräche geführt, aber zum anderen auch für mich selber entscheiden können, auf so einer fundierten Basis, ob mir etwas gefällt oder ob das eher nicht zu mir passt. Ich wurde so mein eigener Navigator und ich habe angefangen, so mein Leben selber zu fahren und zu steuern und zu entscheiden, in welche Richtung ich gehen möchte. Und diese Erfahrung hat auf jeden Fall auch voll den Push nochmal bekommen, als ich wirklich hier in den USA war und so am Ende meines zweiten Jahres. Natürlich kannst du so einen Push immer bekommen. Und natürlich liegt es an jedem selber, wie motiviert du bist, deine Optionen und deine Pläne in ungewissen Zeiten herauszufinden und auszuarbeiten und zu recherchieren und mit anderen Leuten zu sprechen. Ich finde, ganz arg wichtig ist, in ungewissen Zeiten zum einen, dass man sich in Geduld übt und diese Chance auch nimmt, sich selber besser kennenzulernen. Weil wie oft ist man wirklich, wenn du in Deutschland bist, bist du nicht so oft in so einer Ungewissheit. Und weil da hast du deinen festen Freundeskreis, vielleicht wohnst du nahe zu deiner Familie oder bist noch bei deiner Familie zu Hause. Und hier in den USA findest du dich schon öfters in Situationen, die einfach, wo du nicht hervorsehen kannst, was als nächstes passiert. Und das ist schon auch eine Chance an sich selber. Nicht nur ich möchte nicht sagen, dass du an dir selber arbeitest, aber du fängst halt einfach an, dich nochmal in neuen Situationen kennenzulernen. Und das ist, finde ich, schon eine riesengroße Chance, weil du über dich selber hinauswachsen kannst dadurch. Wenn du deine Pläne gemacht hast oder deine Option, dein Plan A, dein Plan B, dein Plan C, dann kannst du natürlich für deinen favorisierten Weg oder für deinen favorisierten Plan einen Action-Step-Plan machen, indem du einfach aufschreibst, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, aber ich weiß, was ich machen muss, um dorthin zu kommen. Und wenn du das nicht weißt, was du machen musst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du recherchierst für dich selber oder du fängst an, mit anderen Leuten zu sprechen, weil mit jedem Menschen, mit dem du redest, kannst du etwas mitnehmen und oder ihm etwas weitergeben oder etwas lernen. Und gerade auch, wenn du anfängst, über dich hinauszuwachsen, ist es ganz wichtig, dass du das auch verbal mit anderen Leuten teilst, weil in dem Moment, wenn wir etwas aussprechen, wird es uns doch oft nochmal bewusster. Zurück zum Action-Step-Plan. Du kannst natürlich mit jemandem reden oder selber recherchieren. Oder du kannst dir vorstellen, das ist meine eigene Lieblingsmethode, um rauszufinden, wohin könnte es denn eigentlich gehen und was mache ich denn? Wenn ich weiß, wohin ich möchte, ich sage, ich würde gerne in die USA gehen und Englisch lernen. Ich bin aber noch in Deutschland. Dann überlege ich mir, okay, ich habe mein Ziel erreicht.
Ich lebe jetzt in den USA und ich lerne Englisch. Was habe ich gemacht im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, dass ich hierher gekommen bin? Und dann kommen normalerweise die Ideen, wie du dorthin kommst. Ja, diese kleine Methode wollte ich einfach mit euch teilen. Vielleicht hat sie euch ja geholfen, vielleicht lasst sie euch ja drauf ein. Und wenn nicht, wenn du bis hierher gekommen bist, dann freue ich mich natürlich. Und ich würde gerne noch etwas weiteres dazu sagen. Was ich mitbekommen habe von meiner Freundin aus Deutschland. Sie hat mir nämlich einen Brief geschrieben, als ich hier schon in den USA gewohnt habe. Und da stand drin, jeder lebt in seiner eigenen Zeit. Obama wurde Präsident und war 52 Jahre alt und Donald Trump war über 70. Und du, vielleicht bist du mit 18 mit der Schule fertig und jemand anderes ist erst mit 30 mit der Schule fertig. Oder du bekommst ein tolles Jobangebot, wenn du 45 bist und jemand anderes, wenn er 21 ist. Es ist so, dass jeder einfach in seiner eigenen Zeit läuft und dass es ein ganz wertvolles Geschenk ist, wenn man sich darüber bewusst wird und dass man sich auch aufhört zu vergleichen mit anderen Leuten, weil jeder ist so individuell und wir sind in so einer individuellen Gesellschaft, dass es völlig in Ordnung ist, in deiner eigenen Zeit zu sein. Und das nimmt mir extrem viel Druck raus, jedes Mal, wenn ich mich wieder in einer ungewissen Situation befinde, wo ich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Zum Beispiel auch, als ich dann die Fernbeziehung angefangen habe mit meinem Freund, wusste ich auch nicht, was passiert. Aber einfach zu wissen, dass die Zeit alles regeln wird, ist so eine Gewissheit und so eine Beruhigung gewesen für mich. Und ich habe auch hier in meinem Auslandsjahr ganz viele tolle Leute gefunden oder getroffen aus Zufällen, die mir Sachen mitgegeben haben. Zum Beispiel, als ich in Los Angeles war, waren wir mit ein paar Freunden in Topanga Beach, also kurz vor dem Canyon, und da war ein kleiner Flohmarkt und ein Essensstand. Und ich habe eine Frau getroffen, die Atemübungen gemacht hat und Atemtechniken vorgestellt hat. Und sie hat mit mir zusammen geatmet und hat mir beigebracht, wie ich mich in den Moment atme. Und das funktioniert einfach nur durch ganz tiefes Einatmen durch deine Nase und die Luft anzuhalten und sich bewusst zu werden, was in welchem Umfeld du gerade bist. Und dass es dir gut geht und dass du atmest und dann lässt du den ganzen Atem raus. Und wenn du das ein paar Mal machst, wirst du für dich selber natürlich deinen Atemrhythmus so feststellen und den auch ein bisschen kontrollieren können. Und das hilft dir natürlich auch, in einem Moment anzukommen und auch ein bisschen Stress loszulassen. Genauso wie Atmen habe ich mich der Meditation und den Gedankenwünschen vor allem in meiner Gastfamilie in Boston viel, viel mehr genähert. Denn zum einen waren wir in der Pandemie und zum Glück ist die Pandemie vorbei. Atem ist so wichtig und Atem kann dir einfach auch helfen, ein bisschen gelassener durch komplizierte Zeiten zu gehen. Genauso wie Atmen gibt es natürlich auch dann die Atemmeditation oder auch nur die Meditation. Und diesem Thema habe ich mich vor allem geöffnet und viel mehr kennengelernt, als ich in meiner Gastfamilie in Boston gelebt habe. Das war meine zweite Gastfamilie. Und dort haben wir ganz viel meditiert mit den Kindern auch. Vor allem mein Gastkind, die 13 Jahre alt war, hat es geliebt. Wir haben ganz viel Mindfulness gemacht zusammen. Wir haben Kerzen angezündet und Kerzenwunschspiele gespielt oder Gedankenwünsche geäußert und so kleine Meditationen gemacht.
Und sie hat es auch immer ganz schön vorbereitet und hat Räucherstäbchen aufgestellt abends in ihrem Zimmer. Und als wir dann zum Bett, also bevor wir ins Bett gegangen sind, haben wir uns nochmal hingesetzt und haben den Tag reflektiert und haben eben auch ganz viele Sachen gesagt, für die wir dankbar sind. Und durch diese Rituale, auch mit den Kindern, natürlich war das das Interesse der Kinder, das muss man auch da, oder von ihr, das muss man auch dazu sagen, habe ich mich auch einfach nochmal viel mehr kennengelernt in diesem Bereich. Und ich habe das davor schon gemacht, aber ich denke, für Meditation, das muss man mögen oder auch nicht. Die Familie und ich haben auch für ihren Sohn, der 11-jährige Junge, der mit Autismus diagnostiziert ist, ein kleines Ritual eingeführt. Und zwar haben wir ihm jeden Abend die gleichen Glaubenssätze, bevor er ins Bett gegangen ist, aufgesagt. Und am Ende meines Jahres hat er die auch teilweise immer mal wieder selber gesagt. Und das war sehr, sehr süß und sehr schön. Und diese Glaubenssätze oder Glaubenswünsche, die wir zusammen gemacht haben, dieses Ritual, das würde ich euch gerne in einer nächsten Folge vorstellen und euch vielleicht auch so ein bisschen inspirieren. Wenn ihr mit sowas gerne arbeitet, dann könnt ihr natürlich das auch in die Familie mit reinbringen. Denn ich finde, dass dein Mind und dein Körper natürlich zusammenhängen und dass es schon sehr viel ausmacht, wie du denkst. Ist nur meine Meinung. Lass mich gerne deine Meinung wissen. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist und es heißt auch nicht, dass du keine negativen oder schlechten oder scheiß Gedanken haben kannst. Das ist total menschlich. Und ja, trotzdem, wenn du Dankbarkeit äußerst, hat es so einen Multiplikatoreffekt. Und dieser Multiplikatoreffekt, der entsteht, indem du Sachen teilst, indem du Danke sagst, indem du auch Sachen annimmst, aber auch in dem Moment lebst. Und du kannst natürlich auch Momentum erzeugen. Momentum sind Situationen, in denen du wirklich 100% im Moment bist und nicht abgelenkt bist von irgendetwas anderem, sondern dein Fokus ist im Hier und im Jetzt. Und diese Momente, die hat, also die haben so einen Charakter wie ein Samen von Erinnerungen. Im Endeffekt kann man sagen, dass wenn du ein Momentum hast, dass dieser Momentum später eine Erinnerung wird. Und das ist was ganz Cooles eigentlich, weil alle tollen Sachen, aber auch natürlich Scheißsachen, die dir im Leben passieren, sind ja Erinnerungen. Und diese Erinnerungen, die prägen. Und wenn du mit deinen Hauskindern zum Beispiel Momentum kreierst, ich habe zum Beispiel eine Erinnerung, wo mein Hauskind und ich, wir waren auf dem Trampolin und es war Herbst und die Blätter sind runtergefallen und es war alles orange und noch grün und es war richtig, richtig schön sonnig draußen und wir sind einfach den ganzen Tag Trampolin gesprungen. Das war richtig, richtig cool. Und ich weiß noch, wie wir dann auch spazieren gegangen sind. Und dann sind wir zu Starbucks gegangen und wir waren einfach jedes Mal, wenn wir gespielt haben oder Zeit miteinander verbracht haben, so fokussiert im Moment. Und natürlich kann das anstrengend sein, aber wenn es Spaß macht und es macht dir eine Freude und es macht jemand anderem eine Freude, dann hat es natürlich auch nochmal diesen Multiplikatoreffekt und du hast nachher eine wunderschöne Erinnerung. Und ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Das ist eine richtig tolle Zeit gewesen. Genauso kann es natürlich aber auch anders sein. Zum Beispiel, wenn dir dein Herz gebrochen wird. Das ist mit Sicherheit auch ein Momentum. Und dieses Gefühl ist natürlich auch sehr, sehr intensiv. Trotzdem regt es dich zum Wachsen an und zur Veränderung oder zur Verarbeitung. Natürlich kannst du nur wachsen, wenn du analysierst und reflektierst.
Und dadurch lernst du dich auch wieder besser kennen. Es ist irgendwie so ein Kreislauf. Ich würde gerne wissen, was hast du denn für Erinnerungen und wo siehst du so ein Momentum-Moment in deinem Leben hier in den USA? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und zum anderen würde mich interessieren, wie du mit unsicheren Situationen umgehst. Bist du jemand, der geduldig ist? Bist du jemand, der sich einen Plan macht? Bist du jemand, der probiert, ruhig zu bleiben und auf seine Gedanken achtet, auf seine Atmung achtet oder sehr, sehr mindful durchs Leben geht und sich selber gut kennt? Bist du jemand, der auch Angst verspürt, wenn du nicht weißt, was passieren wird, wenn du keine Kontrolle so, wenn du nicht das Gefühl hast von Kontrolle? Ich habe das auch sehr, sehr lange lernen müssen, dass ich auch einfach Sachen loslassen kann und auch Gedanken loslassen kann. Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie du mit Unsicherheit umgehst, wie du mit Ungewissheit umgehst und was du für eine tolle Erinnerung hast. Vielleicht kannst du mir auch erzählen, wie du Momentum entstehen lässt. Denn ich finde, Momentum entsteht in Situationen, in denen du im Moment bist. Vielleicht hast du ja eine andere Erfahrung. Ich freue mich, wenn ihr uns schreibt und vielen Dank fürs Zuhören. Dich hat diese Episode inspiriert? Vielleicht gibt es jemanden, dem du damit auch eine Freude machen kannst. Teile es mit deinen Freunden auf Social Media, WhatsApp und wir freuen uns, von dir zu hören. Wir möchten immer weiter lernen und uns weiterbilden. Deswegen freuen wir uns nicht nur über eine 5-Sterne-Bewertung, sondern auch über dein Feedback. Melde dich bei uns über Social Media. Du findest Apex Social auf Instagram, Facebook und so vielen weiteren Plattformen. Join us. Gemeinsam empowern wir die Gesundheits- und sozialen Fachkräfte von morgen. Das ist deine Chance. Die Welt steht dir offen. Wir freuen uns, dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.